Recht herzlich willkommen zur 142. Folge vom Simotrans. Ja, schauen wir mal gerade hier so ein bisschen rein. Ah, jetzt haben wir dabei irgendwo auf die Wiese geklickt. Das wollten wir gar nicht, sondern wir wollen mal gerade gucken, dass wir hier V drücken. Genau. Oh, schon wieder was Falsches gedrückt. Nicht WASD, sondern ne? Pfeiltasten sind hier gefragt oder der Zifferblock. Okay, hier ist nichts. Ja, letztes Mal haben wir ja da schön geguckt, dass das alles so läuft. Die Postautos und sowas haben wir ein bisschen weniger gemacht. Naja, und jetzt wird hier so ein bisschen mehr gebaut. Da haben wir zweispurig ausgebaut, das weiß ich auch noch. Und hier gucken wir gerade so nach Hausen an, da ist nichts los. Und hier ist auch noch nichts los, also ist schon was los, ne? Aber alles abgedeckt. Gut. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir hier, sag schon, mal schauen, wie es hier so, ich muss mal die Lupe anmachen, ne? Das war irgendwie gerade absenken oder sowas, habe ich da irgendwie aus Versehen wohl gedrückt. Okay, hier sind natürlich viele Leute, die weg wollen. Von Lauter zu Salzburger Straße. 673 Leute. Das ist da. Krass. Und die anderen wollen auch noch irgendwo hin, ne? Was deckt denn das ab hier? Ach so, vielleicht hier dieser Turm da. Deswegen wollen da vielleicht so viele hin. Okay, das Depot erreicht. Das würde bedeuten, wir müssen mal gucken, dass wir da noch einen Bus draufschmeißen. Wir haben ja hier, glaube ich, zwei Linien am Laufen. Lauter Ost. Die kam aus Floto, ne? Entschuldigung, da ist das Depot. Okay, dann nehmen wir den runter, den auch, den auch. Da ist noch ein Bus drauf, aber den nehmen wir nicht, weil wir nehmen so einen dicken, fetten und schicken den nach Lauter Ost. Lauter Ost. Da. Und starten. So. Gucken wir mal nochmal rein. Das war ja jetzt da. Hier haben wir ja zwei Haltestellen. Hier ist die zweite. Ja, das sind alles gemächliche Sachen hier. Und die wollen alle nach Lauter. Ja, das ist alles gut so. Ein paar nach Sonderhausen, aber das ist alles easy going. Altenau. Ja, das kann man so lassen. Jetzt ist nur die Frage hier intern, wie es da aussieht. Das hatten wir schon. Was sagt das Rathaus? Okay, da kriegen wir jetzt bald auch einen neuen Bus hier hin, dann ist das vielleicht auch noch abzubauen. Sackpost, okay. Hier unten, Salzburg, okay, da war 89, da warten. Beziehungsweise Salzburger Straße ist es ja. Ja, wie gesagt, fährt demnächst noch ein Bus, mehr auf der Strecke, und dann geht das auch alles. Gut, das sind 20, da steht gerade mal einer, der gerade auch erst gekommen ist, aber da war auch vielleicht gerade, nee, der war noch nicht. Und hier steht auch einer. Dann müssen wir mal gerade gucken, was der zweite Bus hier macht. Oh, der hat niemanden dabei, der fährt da leer hinterher. Schwierig, ne? 13 Passagiere. Hier hatten wir schon mal geguckt, ne? Ja, das passt schon. 4 Passagiere geht. Und 3 geht auch. Passt da also. Der fährt da jetzt leer hinterher.
Nee. Der ist jetzt auch noch nicht mal voll. Das heißt, dieser ist vollkommen über. Ne? Wenn ihr irgendwo Leute aufnimmt, dann liegt das daran, dass die gerade zufälligerweise da in der Nähe sind. Kommt zack zum Depot, machen wir nicht mehr. Einer reicht. Gut. Haben wir das geklärt da? So, hier haben wir 706. Wo wollen die meisten denn alle hin? Zwei Leute wollen nach Waldeck. So, Oststraße, Rathaus. Ne, die über Oststraße, die wollen zur Oststraße am Rathaus. Waldeck-Karl-Marx-Straße. Warte mal. Wir sind hier und die wollen jetzt. Wollen die hin? Waldeck ist da oben rechts. Ach so, dann sind die mit dem Bus hergebracht worden, oder was? Okay. Das heißt, der hier ankommt, ist schon immer voll, oder was? Nee, doch nicht. Gucken wir mal gerade rein. Der muss ja dann voll weiterfahren, ne? Ja, du da auch. Okay, dann ist das erst geklärt. Und das dauert dann das Abbauen. Hier unten 12 Passagiere warten, 13 Passagiere warten. Der ist voll, der Bus. Da ist noch einer. 7 Passagiere warten, 12 Passagiere warten. Und das ist eine Haltestelle, die so ist. Da steht sogar nur ein Sack Post. Und das gehört kombiniert, ne? Lauter Waldeck. Die meisten wollen nach Waldeck. Okay. Hatten wir hier schon nicht, glaube ich, ne? Ja. Ist die Frage. Der fährt zum Depot. Der könnte auch einen neuen Fahrplan kriegen, erstmal, ne? Sonderhausen. Der kriegt jetzt Sonderhausen. Nee, da sind wir hier falsch. Fahrplan war richtig. Jetzt lass ich mal nach Sonderhausen fahren. So. Ich glaube, der braucht Unterstützung, der einer hier. Hier ist es dann doch anders wohl. Wieso fährt denn der? Achso, der ist aus dem Bahnhof raus. Okay. Ist auch voll. Und der ist fast voll. Gut, wie sieht es hier aus? Ja, hier sieht es natürlich deftig aus mit 1278 Passieren wartend. Wir Menge. 910 über Floto, also da weg. Da fehlt es an einem Bus dann. Lauter nach da. Ja. Jetzt kommen welche vom Waldeck, aber er nimmt noch welche mit. Ich glaube, da müssen wir hier mal noch einen Bus setzen, ne? Stadtbus Floto, würde ich sagen, ne? Starten wir den noch mal. Haben wir da schon alles angeguckt? Ja, ne? Ja, die Stadt ist ja okay. Da waren wir auch schon okay.
Ach so, das Rostocker Tor da, oder wie ist das da? Da müssen wir mal gerade gucken. Hier ist gar nicht die Wechselstation, ne? Hier ist die, oder? Aber da ist nichts los. Okay, passt soweit. Gucken wir mal gerade hier so ein bisschen rein. 32 da. Einer da, okay. Das ist ein Bahnhof, okay. Bahnhof, sage ich schon, eine Bushaltestelle. Hier ist aber alles easy going, oder? Nur da vorne. Drei Gäste und hier unten. Sechs, gut. Ist noch nicht so von Bedeutung. Gut, hier muss ja jetzt weniger werden, aber ne, oder? 1174, jetzt kommen wir wieder ins Hoch. Naja, nicht viel weniger, ne? Das Gleis ist besetzt, dann nimmt er das, das ist auch richtig so. Und er nimmt das, das passt hier alles richtig schön. Okay, jetzt sind sie 60 weniger geworden und jetzt kommen wir wieder welche hinzu, ne, Wetten? Nee, nicht mal. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Ach so, das ist ja auch der Pendelzug, okay. Naja, läuft soweit. Wie sieht's hier am Hafen aus? Bar. Über Döbeln Waldweg wollen ganz viele, nämlich 2100 Stück. Und wo fährt er jetzt hin? Sagen jetzt nicht nach Döbeln Waldweg, ne? Ah, tatsächlich, voll. Lass uns mal rüber zur Werft. Wo ist die? Da. Ja, Schiffe. Fern? Jetzt sag nicht. Oh nee, das will ich doch gar nicht. Jetzt habe ich das gekauft, oder was? 20 Passagiere, 20... Nee, ne? Jetzt gibt es nur so kleine Kutter, oder was? Schleppkähne gibt's jetzt auch. Aber Leute, ich brauche Passagiere, die da fahren. Habe ich irgendwas verpasst hier? Ha? Kannst du nicht mit 25 Leute da durch die Gegend chippern? Ach nee, ich wollte die nicht immer alle kaufen. Ja. 250 sagt Post. Ja, da musst du sowas Veraltetes kaufen dann, ne? Was ist denn der Unterschied zwischen dem dann? km/h. Und der fährt sogar 24, Leute. Nee. Das weiß ich dann auch nicht. Kaufen wir noch so eins? Ja. Und Döbeln. Flotung. Und starten. Ein veraltetes Schiff holen wir noch gerade. Ah, oh, habe ich wieder die Tasten gedrückt, ne? Gibt's gar nicht. So, oh, da ist was gebaut worden. Touristisches Ziel. Das heißt, wir müssen hier schauen, dass wir da noch eine Bushaltestelle dazu kriegen. Ja, eine Straße brauchen wir dann wohl, ne? Da. Bushaltestelle wäre jetzt wohin zu pflanzen? Hier auf dem Stück, okay. Aber dann machen wir das da hin. Ja, machen wir die Straße da rein. Und
sitzen es dann da an der Bushaltestelle hin, ne? Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt, weil wir müssen noch weiter raus. Jetzt nochmal die Bushaltestelle. Die dann dahin kommt, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Und machen wir einfach über Egg den Postkasten ein. Dann ist alles abgedeckt, ne? Weil die haben auch Post. Aber ja, läuft, ne, oder? Ja, passt schon. So, und dann müssen wir Linie ändern. Stadtbus. Riedenburg. Ach nee, das heißt hier anders. Riedenburg, Floto, Riedenburg, touristische Ziele heißt das hier. Und zwar ist das vom Rathaus. Fährt man zum Walnussgasse, genau. Und da machen wir das zwischen. Einfügen. Den da. Und von der Waldusgasse zum Rathaus zurück fügen wir das dann auch wieder ein. Ja. Und das reicht dann erstmal. Lassen wir erstmal so laufen. Da ist jetzt noch keiner. Vielleicht kommt da mal da irgendwann einer, wenn die Busse da mal vorbeifahren, ne? Hier geht's mit den Passagieren. Und da fahren auch drei Busse lang. Hier gibt's schon fünf Gäste. Gucken wir mal den letzten an. Und da hat niemand geladen, auch sehr interessant. Da stehen noch neun. Die kriegt jetzt der letzte, oder wie? Ja, jetzt muss er ja neun Passagiere kriegen eigentlich, oder? Ach ne, die wollen nach da, alles klar. Deswegen steigen die nicht ein, ne? Gut. Das sind vier. Das sind zwei. Da stehen 21. Wie fahren die denn jetzt hier? Ist der erste Bus oder wie? Ne, das ist eine Bushaltestelle. Wie, der hat jetzt null geladen? Der auch. Die haben alle null geladen. Ach so, weil die in die Richtung fahren. Okay. Aber das bedeutet ja, das sind definitiv zu viele Busse. So, zack, zum Depot, dich brauchen wir nicht mehr. Der fährt zum Depot und der nicht. Okay, die machen jetzt eine Reise wieder zurück dann, ne? Das wird schon werden. Jetzt lassen wir gerade nochmal hier im Rathaus gucken. Die meisten wollen ja alle mit dem Schiff weiter, ne? Genau, dann passt das schon. Dann wollen wir definitiv hier nicht so zig Busse fahren lassen. Wie sieht's hier aus? 23 und da 20, okay. Vom Rückweg nimmt ihr die ja mit. Es ist trotzdem noch einer zu viel, glaub. Der hier, der ist doch bestimmt jetzt auch leer, oder? Auch zum Depot, tschüss. Weiß gar nicht, warum da so viel drauf waren. Ha? Macht nicht wirklich Sinn. Gut. Was fährt er denn jetzt hier gerade? Post oder was ist das? Tatsächlich, 62er Post, okay. Freue
Frosch im Hals. Okay, die Stadt wächst irgendwie nicht so wirklich, ne? Und diese hier? Die hat da hinten eine Straße gebaut, aber wachsen ist jetzt auch nicht so gesagt, ne? Gut. Lass uns gerade die Karte aufrufen und darüber nochmal drüben springen. Dahin. Hier ist aber wohl alles abgedeckt, oder? Ja. Auf zur Klosterbrauerei, die war hier, genau. Und hier wächst die Stadt auch, aber im Rahmen bleibt es bis jetzt hier alles. Nee, das passt alles hier. Guck mal, selbst da ist jetzt was hingekommen, ne? Und hier fährt überhaupt keine Personal weg, Personen. Doch, wird dadurch weggefahren, okay. Weil das alles verbunden ist, ne? Na dann. Ach so, die kommen da weg, alles klar. Ja, läuft, ne? Und dann müssen wir noch Döbeln gerade gucken. Oh, Döbel müssen wir ausbauen. Hier unten aber nicht, ne? Obwohl da auch sich Häuser gebildet haben. Aber hier müssen wir eine Bushaltestelle bauen. Aber die bauen wir erst in der nächsten Folge. Da kümmern wir uns dann drum. Okay, dann würde ich sagen, erstmal, wenn ihr kein Abo habt, dann macht mal das. Und wenn ihr einen Daumen hoch geben wollt, bitte auch. Würde ich mich drüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.